In Bremervörde ist es am Montagabend zu einer schweren Explosion gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache explodierte ein großer Bitumenkesselwagen. In der ganzen Stadt war der laute Knall zu hören, besorgte Anwohner riefen sofort den Notruf. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle aus, um den brennenden Kesselwagen zu löschen. Wegen des mangelnden Sauerstoffs erlosch das Feuer von selbst. Auf der A1 bei Bremen kam es am Montag zu einer schweren Unfallserie. Bei dem ersten Unfall übersah ein LKW-Fahrer den stockenden Verkehr und raste fast ungebremst in einen weiteren Laster. Der Unfallverursacher wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des zweiten Lastwagens blieb unverletzt. Die A1 musste daraufhin gesperrt werden. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Wenig später raste ein weiterer Sattelzug ungebremst in das Stauende, das bis auf die A27 reichte. Ein Kleinwagen wurde dabei vollständig zerstört und die Insassen schwer verletzt. Zum Start in das neue Ausbildungsjahr gibt es in Niedersachsen immer noch viele unbesetzte Lehrstellen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen waren Anfang August noch über 14.000 Stellen frei. Der Grund dafür, dass so viele Betriebe noch händeringend Auszubildende suchen, liegt aus Sicht der Industrie- und Handelskammer hauptsächlich an der demografischen Entwicklung. Es gibt einfach zu wenige junge Menschen auf dem Ausbildungsmarkt. Die Krabbenfischer an der deutschen Nordseeküste können aufatmen. Nachdem 2011 der Krabbenpreis auf den historischen Tiefstand von 1,30 Euro pro Kilogramm gesunken war, gibt es in diesem Jahr eine beachtliche Preissteigerung. Ungepulte Krabben kosten in diesem Jahr im Schnitt fast 7 Euro pro Kilo. Die zweite gute Nachricht sowohl für die Fischer als auch für die Verbraucher: Es gibt genug Krabben. Rund 200 bis 300 Kilogramm bringen die Kutter von ihren bis zu 16-stündigen Fahrten mit. Bei Europas größtem Autobauer Volkswagen richten sich seit gestern alle Blicke auf das Wolfsburger Stammwerk. Dort startete zum Wochenbeginn offiziell die Produktion des neuen Golf 7. Die jüngste Auflage des Kultautos ist für den Konzern von enormer Bedeutung. Der Kompaktwagen soll den Marktanteil von VW im Wettrennen vor allem mit der asiatischen Konkurrenz ausbauen. Außerdem wollen die Niedersachsen das Fertigungssystem des modularen Querbaukastens, kurz MQB, weiter zur Reife bringen. Die meisten Flughäfen im Norden haben im ersten Halbjahr 2012 ein Passagierminus verkraften müssen. Nur in Hamburg gab es ein Plus von 3,3%. Fast stabil war die Entwicklung in Hannover, wo die Passagierzahl um 1% sank. In Bremen ging die Zahl hingegen um 6,2% zurück. Den deutschlandweit stärksten Einbruch musste der Flughafen Münster-Osnabrück mit einem Minus von 22,6% hinnehmen. Eigentlich spielt die US-Kultserie Breaking Bad in Albuquerque, New Mexico. Doch wie jetzt bekannt wurde, werden Szenen der fünften Staffel ab November erstmals auch in Deutschland gedreht, und zwar in Hannover. Die neue Staffel wird auch die letzte der erfolgreichen amerikanischen Serie sein, in der ein krebskranker Chemielehrer zum Drogendealer wird. Deutsche Fans müssen sich aber in Geduld üben. Im Herbst startet bei uns erst die vierte Staffel.